Oh. Das kommt mir auch bekannt vor. Also man kommt im zweiten Teil auch ab und zu an Orte, die es im ersten Teil schon gab, bloß dass die ein bisschen anders aussehen. Werden wir dann, wenn wir dann irgendwann mal den zweiten Teil spielen, noch feststellen. Deswegen bin ich mir nicht... Ach! Daran kann ich mich aus dem ersten Teil erinnern. Wir lernen nun eine der Hauptpersonen, wenn man so will, in diesem Spiel kennen, die uns auch im zweiten Teil wieder begegnen wird. Ein sehr sympathischer Geselle. Dieser hier, der Sumpfling. Sumpfling? Er wird unser bester Freund werden und er macht das beste Essen der Welt. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ich mich freuen, dass jemand kommen mich besuchen. Ich mich freuen riesig. Ja, Sumpfi, ich freue mich auch total, weil dein Essen vor allem so gut schmeckt. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Wow. Ich gedenk, du sei mein erster Geburtstagsfreund. Ich gedenk, du gekommen, um mit mir zu spielen. Niemand besucht Sumpfling mehr. Verzeihung, natürlich, ich bin noch, ja, was haben wir denn da? Gibt's irgendwas Nettes? Du hast Geburtstag? Ich habe! Niemand ist bis jetzt hergekommen. Ich verbrachte Jahre damit, Sumpfsuppe zu machen. Ich gespart mein Geld für Partyhüte und Kuchen. Ich alle meine besten Freunde eingeladen. Sie müssen hier sein, bald. Ich wusste nicht, dass du Geburtstag hast. Eigentlich eher schon 2 Wochen her. Deine Verspätung ist aber nicht schlimm, die anderen es auch sind. Mir gefallen dein Kostüm. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier, um zu feiern. Sitzen, sitzen. Ich gebracht Geburtstagssuppe. Ja, schön. Unbedingt. Lass es dir schmecken, Simon. Du wirst unglaublich scharf drauf sein. Warte! Damit bin ich nicht einverstanden! Freund! Ich gebe meinen Freund spezielle Sumpfsuppe! Uraltes und geheimes Rezept, das von Sumpfling zu Sumpfling über Generationen weitergereicht wird! Ja, doch, unbedingt. Ich werde sterben, ja. Was ist in diesem Zeug denn drin? Uraltes, geheimes Rezept kann geheime Zutaten nicht verraten, bis auf eine. Sumpfschlamm, sein sehr wichtig. Schlamm? Und das soll ich essen? Ohohoho! Niemand mag Sumpflings Kochkünste mehr. Stunde nicht gebraucht, um zu kochen. Jetzt muss er alles wegschmeißen. Niemand kommt. Na komm, dann guten Hunger. Wenn's dich glücklich macht, esse ich ein wenig. Super! Diese Suppe mir gut gelungen. Die Holzläuse es machen schmackhafter. Ich wünschte, das würde jetzt dir passieren. Ja, das... Ich glaube, ich höre etwas. Das ist dein Pech, dass das nicht mir passiert. Simon, du musst wachsen. Ne, wir nehmen die mal mit. Das gehört mir nicht. Ist ja egal. Dann, ja, jetzt aber rein damit. Nicht schon wieder. Wohl. Aber mit viel Anstand. Einen Löffel nach dem anderen direkt. Ich hoffe, es schmecken. Genug da.
Freund. Spitze. Es war köstlich, aber ich muss jetzt gehen. Da. Iss auf. Ist gut für dich. Oh nein. Wir könnten dieses Spiel jetzt noch endlos fortsetzen, aber ich glaube, wir lassen das mal. Wir schauen uns lieber mal ein bisschen beim Sumpfling um. Das ist eine leere, hölzerne Kiste. Tatsächlich? Wie hast du das nur erkannt, mein Freund? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Du hast eine Leiter in deinen Hut gesteckt. Da musst du ja wohl so eine kleine Kiste einstecken können. Naja, was soll's. Sachen, die man nicht verstehen muss. Netz und Eimer, das... Oh. Sitzen, sitzen! Nein! Nein! Iss deine Suppe! Oh Gott. So, jetzt können wir wieder... Ja? Danke. Wir stecken uns mal das Zeug hier ein. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Doch, das kannst du. Du bist ein Arschloch. Du kannst das. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Ach. Komm, wir reden mal mit ihm. Ach, wir können nicht mit ihm... Gut, wir gehen. Öffne bitte die Tür. Vielleicht können wir es später noch klauen. Glück gehabt. Vielleicht können wir es später noch klauen, ich weiß es nicht. Aber, ja, unser Freund der Sumpfling. Er ist ja... Was machst du da? Ich sehe ihn hier, aber was tust du? Da ist nix, okay. Ja, dem werden wir halt, wie gesagt, noch begegnen im Laufe der Zeit. Und er wird so bleiben, wie er jetzt gerade war. Also eine sehr sympathische Gestalt. Ach, er ist gehüpft. Ach so, alles klar. Gut, dann mal ab in die Eishöhle. Ha, schön. Die Statue eines extrem hässlichen Barbaren. Ja, der Barbar vorne, der sah viel besser aus. Der war viel hübscher gewesen. Eine solide Steinstatue eines Zauberers. Gut, ich würde sagen, wenn hier überall Statuen sind, dann wird das wohl bedeuten, dass wir uns irgendeiner höheren Macht nähern. Oder... Ja, höher. Ich meinte das höher eigentlich anders, aber gut. Hallo Riese. Er schläft tief und fest. Tatsächlich, hast du gut erkannt. Können wir irgendwas mit dem Kerl machen? Vielleicht die Decke klauen oder so. Riese! Ich glaube, ich kann nicht laut genug schreien. Hallo, du stehst fast neben seinem Ohr. Ach, schade. Kannst du ihn vielleicht... Ja, verzehre ihn. Ich hätte lieber Hühnchen. Nimm ihn! Eigentlich bevorzuge ich Blondinen. Ah, wir müssen den Baum irgendwie umkriegen. Ich nehme mal an, wir müssen irgendwas mit dem Riesen machen, damit er ja mal dagegen haut. Haben wir denn irgendwas? Das sieht schlecht aus. Die Pflöcke können wir auch nicht anrühren. Wenn ich das irgendwie umschmeißen könnte, dann hätte ich einen Weg über den Abgrund. Deswegen mit dem Riesen reden. Ich glaube, ich kann nicht laut genug schreien. Kannst du ihn vielleicht durch die Gegend tragen? Der Geschmack sagt mir was ganz anderes. Okay, lassen wir das. Ich glaube, das Tragen ist auch eher im Sinne von Klamotten tragen gemeint. Hier hinten scheinen wir auch nicht hingehen zu können, oder? Können wir da hingehen? Nee. Können wir hier hingehen? Das sieht auch so aus wie so ein Weg. Nein? Okay, dann hat sich das mit den Eishöhlen für uns jetzt erstmal erledigt. Die werden wir dann später irgendwann mal ergründen. Wir haben ja noch genug anderes, was wir uns anschauen können. Erstmal wieder zurück in die Sümpfe. Vielleicht noch auf einen Teller Suppe bei unserem Freund, dem Sumpfling. Nein, natürlich nicht. Wir hatten noch ein paar Ecken, in denen wir nicht waren. Und die wollen wir natürlich auch noch ergründen. Und ein paar Sachen einsacken, die wir da vielleicht so finden können. Und dann mal schauen, ob wir irgendwann mal genug Sachen haben, um dann auch mal irgendwas anwenden zu können. Ich weiß es ja nicht. Gut. So. Sind wir wieder draußen. Das sieht auch wie so ein Holzwurmbaum aus hier. Okay. Womit wir wieder hier wären. Und hier unten haben wir ja auch noch einen Weg. Und dann müsste noch einer auf der Fünferkreuzung sein. Auf der Fünf-Wege-Kreuzung. Da war, glaube ich, noch der ganz rechts, der ist, glaube ich, noch unberührt bislang von uns. Oh, ein Holzfäller. Mann, richtiger Mensch. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Oh, was ist denn mit dir, mein Freund? Ich habe so... Entschuldigung. Was gibt's? Oh, bist du traurig. Sag mir, was dich bedrückt, Holzfäller. Gib dir keine Mühe. Ich nehme die Dinge so, wie sie kommen.
Mein Leben ist zerstört. Simon ist so groß wie der Holzfäller im Sitzen. Unsinn! Es ist nie zu spät, um gut drauf zu sein. Du hast gut reden. Womit habe ich das verdient? Was genau ist das Problem? Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Ja? Wie kann denn ein Baum ein Problem sein? Es sind nicht alle Bäume, nur die hier in der Gegend. Warum? Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Ich wüsste da einen Baum, den du von mir aus mal umschlagen könntest. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril und es ist das härteste bekannte Metall. Gut, ich habe mich gerade schon gefragt, das klingt so ein bisschen wie Mithril. Mithril kommt ja auch in jeder Fantasy-Welt vor. Finde ich gut, dass das hier so ein bisschen verarscht wird. Ich werde sehen, ob ich welches für dich bekomme. Da kannst du lange suchen. Es ist unglaublich selten und ich kenne niemanden, der je welches gesehen hat. Hast du schon mal die Zwerge gefragt? Wenn du Mithril willst, sind die Zwerge das Richtige. Aber diese gestutzten Kerle wissen absolut nichts über Milrit. Als ich sie fragte, gaben sie mir nur diesen Metalldetektor. Den nehme ich gern. Gib ihn mir. Gib mir den Metalldetektor und ich werde mich mal umsehen. Okay. Dir kann es gar nicht schlechter gehen als mir. Du bist dran. Schön, ein Metalldetektor. Wer hätte nicht gedacht, dass wir hier jetzt einen Metalldetektor kriegen? Es war zu schön, um wahr zu sein. Gut, gehen wir erstmal weiter. Lassen wir den kleinen Holzfäller-Dude mal sitzen hier. Oh, hier ist aber schön. Kommen wir rüber. Simon, spring noch mal. Spring für mich. Nee, macht er nicht. Können wir irgendwas angucken? Nö, auch nicht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Müssen wir alles später mal ergründen. Okay, ich weiß auch gar nicht, wo... Wie soll ich jetzt weiterleben? Ja, kleines Holzfällerlein, das wird schon noch. Ich weiß auch gar nicht, wie das, wo wir den Metalldetektor jetzt einsetzen könnten. Kommt aber vielleicht später auch noch. Muss ja jetzt nicht alles sofort sein. Wir können jetzt erstmal noch gucken hier, dass wir mal jetzt alles ergründet kriegen erstmal. Das sieht aus wie eine Pfefferpflanze hier. So ein bisschen. Okay, Indiana Jones lassen wir auch mal in Ruhe. Und widmen uns jetzt mal dem letzten Weg hier auf der Kreuzung. Genau. Und dann müssten wir, glaube ich, alles soweit erforscht haben, was wir so an Ecken hatten. Was? Was ist denn das für ein Lärm? Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter, ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Finde ich gerne. Tut mir leid, Alter. Ich glaube nicht, dass du das kannst. Hier bleib ich keine Sekunde länger. Warum nicht? Ist das schön. Was machen wir denn da? Können wir noch mal mit dem reden? Hier, sprich doch mal mit dem. Sausefon. Es ist unmöglich. Hier bleib ich keine Sekunde länger. Ach. Ja, jetzt habe ich natürlich auch auszusehen, das Sausefon angeredet und nicht ihn. Deswegen gleich nochmal. Barde! Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? So, schauen wir mal. Hatten wir schon. Was zur Hölle ist das? Könntest du mit diesem Krach aufhören? Kann ich dieses Ding da haben? Wenn du mein Sausefon meinst? Nein. Wie lange hast du es schon nicht mehr benutzt? Ich habe es erst heute von einem Flohmarkt. Na super. Warum nicht? Ich verschenke keine perfekt funktionierenden Instrumente. Klingt 1A, das ist alles harmonisch spitzenmäßig. Du würdest es nicht bereuen. Nichts erfreut mich mehr als gute Musik.
Das ist mir zu langweilig. Und tschüss. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Ja, hatten wir das jetzt auch mal. Ich nehme mal an, ich will jetzt noch mal kurz probieren, ob wir es schaffen, durchzurushen bis hinter. Aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Da wird er bestimmt irgendwo wieder sagen, nee, ich will nicht mehr. So, ja, ich dachte es mir. Okay. Hätten wir das jetzt auch so weit erforscht? Dann habe ich jetzt erstmal eine Idee, wo wir weiter ansetzen könnten. Und zwar beim Troll auf der Brücke. Das wird wahrscheinlich jetzt das Beste sein. Also das ist zumindest für mich jetzt gerade das Naheliegendste, dass wir da mal den Barbaren rufen, der den Troll wegbasht. Weiß ich aber nicht, ob es funktioniert, werden wir sehen. Was haben wir ansonsten? Erkältungssaft, Leiter, Metalldetektor. Ich weiß nicht, wofür wir die Leiter brauchen. Müssen wir mal gucken. Wir haben auch kein Stück Holz, oder? Holz? Nein, kein Holz. Okay. Also unsere Freunde können wir auch noch nicht versorgen hier. Gucken wir erstmal weiter. So. Jawohl, hin zum Troll. Ich glaube, der war doch hier, oder? Hier hinten ist der Weg. Dann könnten wir nämlich einmal hier lang und dann über die Brücke. So. Sind wir wieder... Also die sind bisher so meine Lieblingsszene hier eigentlich. Die finde ich ganz toll. Okay, benutzen wir mal... Das bringt nichts. Doch. Irgendwie blockiert. Was? Wie blockiert? Benutzt die Pfeife. Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Warum? Ich werde nicht. Dann stoche mal mit der Schere drin rum. Das geht doch so nicht. Ach klar. Es gibt noch. Ach Mist. Dann weiß ich jetzt auch nicht gerade. Na gut, gehen wir erstmal zurück. Ach, was können wir denn machen? Der Klöppel sieht so aus, als ob der in eine Glocke reingehört, finde ich. Na gut, wir können ja erstmal ins Dorf zurückgehen. Vielleicht können wir ja irgendwas von den ganzen Gegenständen, die wir jetzt gesammelt haben, dort benutzen. Ich weiß es nicht. Hier gibt es so viele Zwischenbildschirme, die einfach nur hübsch aussehen, aber unnütz sind eigentlich. Naja gut, was soll's. So, gehen wir erstmal wieder ins Dorf zurück. Vielleicht mache ich an dieser Stelle aber erstmal kurz einen Cut rein und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, weil ich erstmal gucken muss, ob das überhaupt hier mit dem Aufnehmen funktioniert hat, weil es ja alles ein bisschen komisch ist und das nicht über Fraps geht heute. Von daher sage ich mal, gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal und wir werden mal sehen, ob das hier klappt. Am Ende hat es das gar nicht aufgenommen, das wäre ja auch beschissen. Ja, also, Moment. Was müssen wir noch tun? Benutze. Die Postkarte, die ist nämlich zum Laden speichern, zum Beenden und zum Weiterspielen da. Und wir wollen speichern natürlich nicht Test, sondern Let's Play. Okay, haben wir gespeichert? Ich will noch mal kurz gucken. Jawohl, haben wir. Ich weiß ja nicht, hätte sein können, dass es nicht so ganz klappt oder so. Gut, damit verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Ja, möchte ich. Und tschüss.